Hallo, mein Name ist Hendrik Ballany und ich bin Anwendungstechniker bei der HOKO GmbH. Herzlich willkommen zu unseren AWT-Tutorials. Diese gibt es ab jetzt monatlich für Sie auf unseren Social-Media-Seiten. Diese kleinen Clips sollen Ihnen nützliche Features der Windmarktsteuerung etwas näher bringen. Zur Premiere haben wir das Feature Sprache umstellen ausgewählt. Dieser kleine nützliche Kniff soll Ihnen helfen, auf Ihrer Muttersprache zu programmieren, egal ob diese Englisch, Deutsch oder zum Beispiel Italienisch ist. Wie Sie die Steuerung direkt an der Konsole umstellen können, zeige ich Ihnen am besten direkt an der Maschine. Bei fast allen unseren Tutorials werden wir vom Eingangsbildschirm starten. Dieses ist der Bildschirm, auf den Sie gelangen, wenn Sie die Eingangstaste drücken. Dieser dient bei unseren Tutorials als Orientierung und für Sie als Startpunkt für den Weg durch die Steuerung. Um in die Sprachauswahl zu gelangen, drücken wir die Taste Zusatz und anschließend den Softkey Hilfsprogramme. Das ist der Softkey, den Sie an dem kleinen Schweizer Taschenmesser erkennen. In der Hauptgruppe der Anwendereinstellungen Softkey F2 wechseln wir auf die zweite Seite der Auswahlmöglichkeiten über den Softkey F7 weiter und haben hier im Softkey F4 auch schon unsere Sprachauswahl. In diesem Bildschirm haben wir hier oben zunächst unsere ausgewählte Sprache, in unserem Fall natürlich Deutsch, und zwei vordefinierte Sprachen, Deutsch und Englisch. Diese vordefinierten Sprachen dienen dazu, dass Sie sich zwei Sprachen, die Sie bevorzugen, hinterlegen können. Wenn Sie nun die Sprache der Steuerung umstellen möchten, können Sie die gewünschte Sprache einfach auswählen. Wir nehmen einfach mal Italienisch und können die Sprache nun über den Softkey F1 laden. Wenn Sie nun wieder auf die voreingestellte Sprache 1 oder 2 wechseln möchten, können Sie das jederzeit über den Shortcut Ctrl und L auf Ihrer Tastatur machen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, über diesen Shortcut zwischen der Sprache 1 Deutsch und der Sprache Englisch bei uns umzuschalten. Das war's von unserem ersten Tutorial. Wir hoffen, es war hilfreich für Sie und Sie können diesen kleinen nützlichen Kniff sinnvoll in Ihren Arbeitsalltag integrieren. Alle wichtigen Infos zu diesem Tutorial sind auch nochmal in der Beschreibung des Videos zusammengefasst. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.